Hallo und herzlich willkommen bei Musiker TV. Der Mario, ich grüße euch. Ich möchte euch in diesem Video den Line 6 Pod Go vorstellen. Er ist seit einiger Zeit auf dem Markt und jetzt hat er den Weg zu mir gefunden. Den habe ich mir unter die Lupe genommen und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Preset erstellen könnt. Gerade das, was ihr im Demo jetzt gehört habt und wie ihr die Snapshot-Funktion verwenden könnt. Das möchte ich euch zeigen. Als erstes möchte ich euch die Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite zeigen. Und zwar haben wir hier einmal den Instrumenteneingang, direkt daneben der Anschluss für ein externes Expression Pedal. Hier unter FX Loop könnt ihr euer externes Lieblings-Effektpedal zum Beispiel anschließen. Das Ganze ist auch in Stereo möglich. Über Main Out fahrt ihr entweder Mono oder Stereo rechts, links in eure aktiven Monitorboxen. Ich verwende von KRK die Rocket 8. Die sind für meine Begriffe sehr gut und sehr zu empfehlen. Hier haben wir Amp Out. Es gibt auch die Möglichkeit, den Podgo direkt vor einem Gitarrenamp mit Gitarrenbox anzuschließen. Und zwar könnt ihr hier unter globalen Einstellungen einstellen, dass das Signal vor der Spigo-Simulation abgegriffen wird. Der Kopfhöreranschluss, hier der USB-Anschluss, man verbindet hier das Pedal mit dem PC. Der Podgo ist gleichzeitig auch ein Audio-Interface. Ihr könnt hier direkt Aufnahmen in eure DAW spielen und natürlich über diesen Anschluss die Editierungssoftware verwenden. Daneben der Netzanschluss und ganz außen der Powerschalter. Hier sehen wir schon die Editierungssoftware. Ganz kurz zum Pedal. Es ist sehr strukturiert aufgebaut. Wir haben hier eine große Displayanzeige, farbig. Es gibt verschiedene Modes. Einmal hier diese Anzeige. Hier sehe ich die Effekte, die ich hier einzeln an- und ausschalten kann, wie bei einem herkömmlichen Pedalboard. Ich kann aber auch mir die Signalkette anzeigen lassen. Oder aber ich gehe in den Snapshot-Mode. Hier sehe ich die verschiedenen Snapshots, die ich hier per Tastendruck abrufen kann. 4 Stück innerhalb eines Presets sind möglich. Dann gehen wir mal in die Editierungssoftware hinein. Und zwar habe ich einmal 128 Factory Presets. Die sind wirklich nicht schlecht. Die könnt ihr nach euren eigenen Bedürfnissen anpassen. Und hier habe ich nochmal die Möglichkeit, 128 User Presets abzuspeichern. Ich beginne ganz neu mit einem neuen Preset. Hier oben seht ihr die Signalkette. Da ist schon einiges vorbelegt. Einmal Expression Pedal, Volume Pedal, einmal Wah-Wah Pedal kann ich hier auswählen. Dann habe ich hier 2 freie Plätze und hier auch nochmal 2 freie Plätze zur Verfügung, die ich mit Effekten belegen kann. Ich beginne. Ach ja, genau. Und hier haben wir noch den FX-Loop. Hier wäre quasi die Stelle, wo ich das externe FX-Pedal einbinden kann. Ich beginne ganz neu mit einem Verstärkermodell. Ich habe hier zahlreiche zur Verfügung. Ich nehme einen Plexi. Ich habe hier ganz normal die Regler, wie ich sie von einem Amp her kenne, nur eben virtuell. Ich wähle mir eine Gitarrenbox aus, eine 4x12er Greenback. Ich habe hier verschiedene Mikrofone zur Auswahl. SM57. Ich nehme 160 Ribbon, das ist das Biodynamic M160, das gefällt mir sehr gut. Es ist schon ein leichtes Rauschen zu hören. Am Beginn der Signalkette kann ich hier ein Noise Gate einschalten und schon ist das Rauschen weg, perfekt. Wann es auf und zu machen soll, das kann ich hier natürlich einstellen. So, und dann klingt das Ganze ja schon mal. Thank you.
Nicht schlecht. Wenn ich den Amp etwas anfeuern möchte, dann wähle ich mir ein Tube Screamer. Gehe mit Gain ganz zurück und mit Level ganz nach oben. So, das wäre auch mal ein guter Rhythmus-Sound schon. Ein wenig Hall noch dazu. So, das wäre jetzt mal fürs Erste nicht schlecht. Ich speichere das Ganze auch jetzt schon mal ab unter Musiker TV 02. Und jetzt kommen wir zur Snapshot-Funktion. Ich möchte unter Snapshot 2 einen Solo-Sound, da möchte ich natürlich mehr Volumen. Das Ganze kann ich entweder am Gerät selber machen oder an der Editierungssoftware. Und zwar gehe ich hier auf Snapshot 2, wähle dann hier auch Snapshot aus. Jetzt sehe ich, dass sich hier der Wert weiß einfärbt und in einer eckigen Klammer ist. Und alles, was ich jetzt verändere, verändere ich nur im Snapshot 2. Eins. Zwei. Ich möchte bei Drive auch ein wenig mehr haben. Ich zeige das jetzt mal hier am Gerät und zwar gehe ich in die Signalkette hinein. Hier haben wir den Amp. Ich wähle mir das Channel Volume. Habe ich bereits geändert. Mehr Drive möchte ich. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich den Parameterregler drücke, und dann den Wert verändere, färbt er sich auch weiß ein und ist in einer eckigen Klammer. Das heißt, auch hier wird der Wert nur bei Snapshot 2 verändert. Ich möchte aber im Solo ein Delay haben und kein Reverb. Das heißt, ich wähle mir hier ein Delay aus. Gehe gleich mal auf 400 Millisekunden mit dem Mix etwas zurück. Ja, das klingt noch nicht schlecht. So, jetzt schaue ich noch mal, ob das mit meinen Snapshots passt. Ich gehe jetzt hier noch mal auf 1. Da möchte ich das Delay nicht anhaben. Bei 2 geht der Reverb aus und das Delay an. Perfekt. Das wäre also mein Rhythmus-Sound. Und das mein Solo-Sound. Ah, ich werde noch einen Kompressor einfügen, dann klingt das Ganze dann richtig nach meinem Geschmack und zwar hier unter Dynamics. Thank you.
Jawohl! Also ihr seht, das ist ziemlich simpel hier auf ganz schnelle Art und Weise ganz einfach ein tolles Preset zu formen. Ich speichere das Ganze jetzt nochmal ab. Ich kann das entweder hier an der Editierungssoftware oder hier mit diesen zwei Tasten und dann Save. Ich kontrolliere nochmal, was ich unter den Snapshots jetzt belegt habe. Wenn ich den Kompressor jetzt im Rhythmus-Sound nicht möchte, dann schalte ich den hier einfach aus. Und unter Snapshot 2 ist der jetzt an. So habt ihr pro Preset die Möglichkeit, 4 verschiedene Snapshots anzulegen und hier die Effekte ein- und ausschalten. Ihr könnt die Parameter der einzelnen Effekte des Amps verändern und über diese Snapshot-Funktion eben abrufen unter dieser Anzeige. Ansonsten sind auch sehr hochwertige Factory-Presets vorhanden. Die müsst ihr einfach mal durchsteppen und ausprobieren, vielleicht zu euren Bedürfnissen noch anpassen. Da sind ganz tolle dabei. Fender. Fox AC30. Hier nochmal der Plexi. Rectifier. Wie gesagt, 128 Factory Presets sind verfügbar. Die sind alle sehr brauchbar. Vielleicht noch zu euren Bedürfnissen anpassen. Und hier die User Presets. Da könnt ihr jede Menge Presets abspeichern und eure Sounds mit den hochwertigen Effekten kreieren. Das war's von mir zum Lion 6 Podgo. Ein erster Eindruck, vielleicht konnte ich ein paar Sachen zeigen. Ich habe mir das Pedal unter die Lupe genommen und ich bin sehr begeistert von der Qualität der Sounds und von der Einfachheit, wie man hier ganz schnell ganz tolle Presets erzeugen kann. Wenn ihr Fragen haben solltet, hinterlasst gerne eine Nachricht unter dem Video. Ich werde mir das anschauen und darauf antworten. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dürft ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren. Schaut einfach rein. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Tschüss, euer Mario.